Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von The GameCutie. Heute geht es um meine Top 5 Games des Jahres 2016, aber zuvor das Intro. Wir fangen am besten direkt an. Ich habe heute nicht viel Zeit. Nicht, weil ich nicht viel Zeit habe, sondern weil das Gameplay recht kurz ist. Und mir fällt gerade ein, ich habe extrem lang keinen Commentary mehr gemacht. Ich habe in letzter Zeit sehr viel Battle Facts und Battlefield Highlights geschnitten. Aber Wayne, ich kann es noch. Manche Dinge verlernt man einfach nie. Kommentieren ist wie Fahrradfahren. Nur weniger intelligent. Auf Platz 5 meiner Top 5 2016 Spiele, so rum, Lego Star Wars Force Awakens. Das war jetzt nicht so das Hammer-Spiel, aber ich fand's cool, dass man sich da mal ein bisschen was Neues getraut hat aus der Lego-Serie raus. Ich habe den Film damals nicht mehr gesehen, aber das Spiel hat einigermaßen Spaß gemacht, auch wenn es ein paar Bugs hatte, aber das haben Lego-Spiele ja eh immer. Es ist natürlich keine Entschuldigung, aber es hat mir Spaß gemacht, das Spiel. Ich finde, es war das Geld wert. Und deswegen auf Platz 5. Auf Platz 4 ist ein etwas anderes Spiel. Es ist mehr textlastig. Das ist This the Police. Das ist ein kleines, ja, Text-Adventure. Das gibt es auf Steam, glaube ich. Soweit ich weiß, auch ein Indie-Spiel. Es ist nicht viel Geld reingeflossen. Aber es macht sehr viel Spaß, weil man muss seine Polizeieinheiten halt aufteilen und zu Einsätzen schicken. Und man muss halt entscheiden. Und sowas finde ich cool. Und das macht einigermaßen Spaß bei dem Spiel. Es ist nicht teuer. Ich mag den Stil davon und ich mag, wie es aufgemacht ist. Also das ist äußerst cool gestaltet und die Leute, oder den Leuten, denen ich es halt gezeigt habe, denen gefällt das eigentlich auch ganz gut. Also ihr könnt mal einen Blick drauf werfen, das gibt es bei Steam und es ist auch nicht allzu teuer. Vielleicht ist es ja noch ein Sale. Auf Platz 3, Trackmania Turbo. Ehrlich gesagt hatte ich da so ein bisschen schon fast verpeilt, dass das dieses Jahr rauskam, aber anscheinend kam es tatsächlich erst Anfang dieses Jahres raus. Ich habe dazu ein Review geschrieben, anscheinend ja auch dann dieses Jahr, aber irgendwie ist es bei mir nicht wirklich hängen geblieben, dass es dieses Jahr war. Also irgendwie ist die Zeit bei dem Spiel ein bisschen stark vergangen. In letzter Zeit habe ich es auch nicht mehr so viel gespielt, das muss ich dazu sagen, aber es hat mir damals, Anfang des Jahres, als ich es gespielt habe, extrem viel Spaß gemacht und Trackmania ist halt immer, war schon immer ein Spiel, das viel Spaß gemacht hat und wird es, wenn man jetzt nicht zu viel verändert, wird es auch erstmal so bleiben. Das Spiel hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich glaube, das kostet 14 oder 19 Euro oder sowas. Die kann man auf jeden Fall investieren, wenn man ein Spiel sucht, so also einen kleinen Arcade-Racer, den man mal zwischendurch anwerfen kann und nicht die große Umgebung sucht, wie in einem Need for Speed oder sonst wo. Wobei Need for Speed momentan ja eh für den Arsch ist. Also dann lieber dazu greifen, wenn man sich einen Racer raussucht. Auf Platz 2 ist eigentlich eine kleine Überraschung, habe ich Superhot. Das Spiel hatte meiner Meinung nach ein sehr cooles Gimmick. Also ich mochte das mit diesem Zeitstopp wirklich sehr gerne. Das hat mir Spaß gemacht so. Aber natürlich, es ist jetzt natürlich, man kann jetzt darüber streiten, ob es wirklich den zweiten Platz verdient hat. Vor allem, weil ein Spiel reicht halt nicht, da reicht es nicht aus, wenn es nur ein Gimmick gibt, was ganz cool ist. Aber sonst das Spiel halt eher so meh. Und das war halt leider so ein bisschen der Fall. Ich finde, es war so ein bisschen punktlos. Man hat so, also vom Gefühl her, man hatte eine Idee für die Gestaltung und hat dann quasi das ganze Spiel um diese Idee gestrickt. Und das geht immer so ein bisschen schief. Aber ich habe es trotzdem auf Platz 2 gepackt, weil ich doch recht viel Spaß mit hatte. Auf Platz 1, ganz zu Recht, Battlefield 1. Das macht mir extrem viel Spaß. Ich habe Hardline übersprungen. Battlefield 4 fand ich kacke. Das wisst ihr aus meinen anderen Commentaries. Das habe ich auch nicht viel gespielt. Aber Battlefield 1 habe ich viel gespielt. Battlefield 1 macht extrem viel Spaß. Vor allem, wenn man es halt zusammen mit einem Squad spielt, das macht extrem viel Spaß. Und ich meine, ihr werdet es selbst gemerkt haben, würde mir das Spiel keinen Spaß machen, hätte ich keine Highlight-Videos, ich hätte Battle Facts nicht, ich hätte keinen Test dazu geschrieben. Battlefield 1 hat seine Fehler, die Fehler werden wahrscheinlich auch erstmal noch drin bleiben, aber es ist teilweise schon auf einem guten Weg, was die Fehler angeht, und es macht Spaß. Und war auch das Geld in meinen Augen wert. Von daher, verdienter Platz 1. Das waren meine 5 Lieblingsspiele diesen Jahres. Mich würde mal interessieren, was ihr dieses Jahr am liebsten gespielt habt und was euch am besten gefallen hat. Ich wünsche euch einen guten Rutsch und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.